Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Predator Collection. Alle weiteren Informationen zu diesen Filmen und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zu den Filmen und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Predator Collection, das Ganze haben wir hier in einer recht dünnen Variante. Hier haben wir drei Filme mit drin, die kommen hier in dieser Maske. Predator Blu-ray Collection lesen wir hier oben. Predator, Predator 2 und Predators, also drei Filme hier mit dabei. Auf der Seite auch nochmal im Detail beschrieben, beziehungsweise mit den Covern hier abgebildet. Auf der linken Seite ident. Und auf der Rückseite lesen wir, was wir hier haben. Also Predator 1, der ist ja aus dem Jahr 1987. Das ist die Ultimate Hunter Edition. Dann haben wir Predator 2 aus dem Jahr 1990 und Predators aus dem Jahr 2010, jeweils ungeschnitten. Also wir sehen hier bei allen drei Teilen ungeschnitten, ungeschnitten, ungeschnitten. Das Ganze lässt sich hier öffnen, hier auch nochmal beschriftet. So. Jetzt ist die Box leer. Auf der Rückseite auch wieder diese Steinwand zu sehen. Wir haben ja auch noch ein Zettelchen mit dabei. Schwarzenegger Predator. Okay, also hier gibt es noch weitere Produkte, die man sich hier kaufen kann. Und das ist jetzt die Maske. Also die kommt hier in ja, Hartplastik, also in Kunststoff. Ist hier in Silber und Schwarz designt. Auf der Rückseite in Schwarz. Und diese Maske, die kann natürlich auch stehen. Diese Maske beinhaltet die jeweiligen Filme. Lässt sich hier einfach aufklappen. Hier haben wir dann den ersten Teil. Predator. Und hier ist auch Arnold Schwarzenegger abgebildet. Der ist ab 16 Jahren freigegeben. Dann haben wir Teil 2. Wenn wir es aufbekommen, gar nicht so einfach. So, aber jetzt Predator 2, natürlich auch ungeschnitten und hier dann zuletzt Predators, also der letzte Teil, der ist ab 18 Jahren. Ja, mehr ist hier nicht drin, der Film lässt sich hier auch nicht weiter ausklappen, der ist hier wirklich so fest verbaut und die zwei Teile, eben 1 und 2, die lassen sich hier entsprechend so rausklappen, der hier ist verbaut. Gut. Das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Edition, in dieser Predator Collection befindet. Einmal der eben gezeigte Kopf hier aus Kunststoff. Dann haben wir die drei Filme Predator 1987, Predator 2 1990 und Predators aus dem Jahr 2010. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box in dieser Predator Collection. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von den Filmen bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr das Ganze feiert, falls ihr Predator unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.